Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend, Montagabend, habe ich mich hier eingefunden, oder Dienstagabend eigentlich, 4. Februar. Wir kennen das ja, dass viele Leute nicht wissen, wann der Tag anfängt und beginnt, um die letzte Lesung zu machen von dem wunderbaren Buch von Karl Theodor Griesinger über den Jesuitenorden und über die geheime und offene Wirksamkeit dieses Ordens von der Gründung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, als Theodor Griesinger dieses Buch geschrieben hat. Das wird heute die 36. und letzte Lesung dieses zweiten Bandes. Wir haben noch 8 Seiten vor uns zu lesen. Wir werden den Fall des jungen Benedikt de Bueck noch zu Ende besprechen, das wir letztes Mal angefangen hatten, der Erbe von dem Herrn de Bouy in Antwerpen in der Mitte des 19. Jahrhunderts und noch einen anderen interessanten Fall und dann das Buch zum erkläglichen Ende bringen. Und ich bin halt über Skype verbunden mit meinen 2 Brüdern hier im Augenblick über Skype. Das ist der Viktor und das ist der Michael. Der Michael, der mich ja schon im ersten Teil auch sehr viel begleitet hat und dem ich herzlich an dieser Stelle mal danken möchte für die ständige Begleitung und auch den Viktor natürlich. Und vielleicht stößt der Max nachher auch noch damit zu, der ja letztes Mal auch mit dabei war. Und möchte die beiden jetzt begrüßen und wenn die Begrüßungen vorbei sind, dann fangen wir an mit der Lesung. Schönen guten Abend und herzlich willkommen, Michael. Ja, hallo, schönen guten Abend allerseits. Heute Abend jetzt quasi letzter Teil, Aufbereitung von Griesinger Nummer 2. Und danach, glaube ich, hat man genug Stoff zusammen, um Horror zu machen, zu schreiben. Zumindest schien mir das so, die ganze Lesung. Ja, es bleibt irgendwie nichts Positives hängen von den Jesuiten im Mittelalter. Und ja, wenn man so ein bisschen Geschichte selber studiert, wird man feststellen, alles Schlechte kommt auch wieder. Und deswegen kann man da, glaube ich, dann ganz gut daran ermessen, wie es denn auch in der Zukunft ausschaut, wenn die Leute, die damals schon das Sagen hatten, im Geheimen dann im Öffentlichen das Sagen haben. Das wären auf jeden Fall zumindest spannende Zeiten. Und ich wüsste jemand, der da auch was zu sagen kann, der diese Sachen genauso gut kennt wie ich. Das ist der Viktor aus Hamburg. Hallo Viktor. Moin, moin und ein herzliches Hallo in die Runde. Ja, ich bin auch mal wieder erfreut, euch mit euch zusammen verbunden zu sein und ja, geht mir auch natürlich so, als geschichtsinteressierter Mensch kann man doch dann hier ganz gut, ja, was Michael schon sagte, auch so aus der Vergangenheit so ein bisschen ableiten, was uns ja heute blüht und was uns dann auch in Zukunft wahrscheinlich auch noch erwarten wird und ja, ich bin dann auch soweit fertig oder bereit, dann mit der Lesung zu beginnen. Na, dann machen wir das doch. Auf Seite 404 in dem PDF, aber 397 in dem Buch fahren wir fort. Ich gehe nicht weiter zurück, weil die letzte Sendung war noch ziemlich deutlich, wo es hiermit aufgehört hatte in diesem Satz. Jetzt jubelte nämlich der Jesuitenbeichtvater des Freundes Benedikt, jubelte er in seinem Inneren. Jetzt, Freund Benedikt, wage es, dich nur zu mucksen. Jetzt probiere es einmal, mich und meine Ordensbrüder wegen Erbschleicherei zu verklagen. Sobald du dies tust, ja, sobald du nur Miene machst, es zu tun, so übergebe ich das Bekenntnis deiner Übeltaten ohne Rücksicht auf das Beichtgeheimnis der Justizbehörde und vernichte dich unter dem Gewicht deiner Schande. Ja, wir verstehen hieraus, dass der Beichtvater ihm ja ein Gelübde abgezwungen hat und hat es notiert und hält das jetzt in der Hand und damit hat er natürlich die Möglichkeit, den jungen de Bueck zu erpressen. Inzwischen, fährt der Autor dann fort, sagt, legte Loire, nicht Quar, wie ich letztes Mal sagte, Loire, L-H-O-I-R heißt das hier, inzwischen hegte Loire, wie es scheint, immer noch Hoffnung, es werde nicht zu diesem Äußersten kommen, sondern Benedikt, der nicht die festeste Gesundheit hatte, vielmehr sein Leben im Bagno lassen, also in diesem Gefängnis, in dem er war, und eben deswegen zeigte er demselben nicht einmal den Tod seines am 25. Februar 1850 verstorbenen Oheims an. Im Gegenteil schickte er ihm auch nachher noch Geld und tat, als ob dieses von de Bouy käme. Endlich jedoch, als der Tag der Befreiung immer näher trat, hielt er es für notwendig, dem Gefangenen von diesem Tode Eröffnungen zu machen, dieweil die Sache ja doch in kurzem herauskommen musste. Und zu gleicher Zeit beauftragte er den Gefängniskaplan, ihm im Namen der Gesellschaft Jesu eine Leibrente von 1200 Francs jährlich anzubieten, falls er dafür allen anderen Ansprüchen entsagen würde. Mit diesem seinem Angebot jedoch fiel er glänzend durch. Denn endlich,
Endlich gingen dem Benedikt de Bück, als er hörte, dass er im Testament seines Ohms als ein Toter ganz übergangen worden sei, die Augen auf, und er sah nun ein, welche Art von Freund er an dem Jesuitenpater Loire besitze. Sofort ergriff ihn eine furchtbare Wut, und er verwarf nicht nur das 1200-Franken-Angebot mit Verachtung, sondern schwur sogar hoch und teuer, dass er ganz gewiss an Pater Loire, der ihn so schändlich hintergangen, sowie an den Antwerpener Jesuiten überhaupt, seine Rache nehmen werde. Dies alles aber schrieb der Gefängniskaplan, van Hamé war sein Name, dem genannten Pater nach Belgien, und somit war dieser auf alles gefasst. Endlich, im Herbst 1852, wurde Benedikt de Bück nach Erstehung seiner 9 Jahre aus dem Bagno entlassen, und augenblicklich machte er sich nach Belgien auf den Weg, um den Pater Loire aufzusuchen. Er traf ihn am 20. Oktober 1852 zu Mons, das nennen wir auch Bergen heute, und verlangte sofort gebieterisch die Herausbezahlung des ihm an der Hinterlassenschaft des Ohms gebührenden Anteils. Dieser herrische Ton machte jedoch gar keinen Eindruck auf den Jesuitenpater, sondern verächtlich griff er in die Tasche und bot dem anderen, wie einem Bettler, ein Bankbillett von 100 Franken. Das sei alles, was er für ihn tun könne, setzte er mit Achselzucken hinzu. Sollte aber de Bück es sich einfallen lassen, mehr zu verlangen, so dürfe er auf die ewige Schmach und moralische Vernichtung zählen. Ein solches Betragen machte natürlich den um sein Erbe betrogenen Menschen ganz wütend. Und so gab eine Drohung die andere. Endlich zog de Bück eine Pistole hervor, ließ sich dieselbe aber, ohne sie loszuschießen, von dem Pater und einigen derselbe zu Hilfe kommenden Männer mit Leichtigkeit aus der Hand reißen und setzte sich auch nicht zur Wehre, als ihn diese Männer auf den Befehl Loires der Polizei übergaben. Der Arme! Jetzt war es abermals um ihn geschehen! Alsbald nämlich machte der Pater eine Klage wegen versuchten Mordes gegen ihn anhängig und legte zugleich das umständliche schriftliche Sündenbekenntnis Benedikts vor, um die Richter desto heftiger gegen den Beklagten einzunehmen. Sie ließen sich auch wirklich dahin bringen, wo ihr Freund, der Jesuitenpater, sie haben wollte. Und da man bei Benedikt unseligerweise noch verschiedene Handwerkzeuge, die man als Diebsinstrumente bezeichnen konnte, obwohl sie nur Schreinwerkerzeuge waren, nämlich eine Säge, eine Feile, einen englischen Bohrer, eine Art Dolchmesser und so weiter fand, so verurteilte ihn der Brüsseler Appellationsgerichtshof am 16. April 1853 wegen Landstreicherei, Führung von Waffen und verbotenen Instrumenten zu 10 Jahren Gefängnis und nachheriger 10-jähriger Polizeiaufsicht. Nun klage uns der Erbschleicherei an. lachte der Pater Loire mit teuflischer Freude, als sein Opfer ins Zuchthaus nach Vilvoorde abgeführt wurde. Denn er glaubte natürlich, dass der Gefangene diese neue Strafe unmöglich aushalten könne. Er hielt sie aber aus. Und sogar noch 6 Monate dazu, welchem der Gerichtshof von Brüssel wegen versuchter Entweichung zuerkannte. Er hielt sie aus, die 10,5 Jahre Zuchthaushaft, und war sogar geistig so wenig gebrochen, dass er alsobald, nachdem man ihn am 13. Oktober 1863 entlassen hatte, den schon lange beabsichtigten Prozess gegen die Plünderer der seiner Familie zustehenden Hinterlassenschaft anstrengen konnte. Aber siehe da, plötzlich wurde er auf die Klage der Antwerpener Jesuiten hin, er habe ihnen schriftlich mit dem Tode gedroht, abermalen verhaftet und vor den Schwurgerichtshof der Provinz Brabant gestellt. Den verflossenen September nämlich hatte Herr Friedrich Boffard, der Provinzial des Jesuitenordens für Belgien, aus dem Zuchthause von Vilvoorde einen die Unterschrift Benedikt de Bück führenden Brief erhalten, und in diesem Brief wurden nicht nur die Jesuiten, namentlich der Provinzial Boffard und die Patres Loire und Heffels, dazu beschuldigt, ihn, den Benedikt de Bück, um sein Erbe verstohlen zu haben, sondern es standen auch harte Drohungen darin, untermischt mit den gehässigsten Schimpfreden. »Ich sage es Ihnen ausdrücklich«, schließt der Brief wörtlich, »dass,
wo ich auch sein mag, ich niemals auf meine rechtmäßigen Ansprüche verzichte. Die Schuldigen, wo sie auch sein mögen, verbergen sich vergebens. Ich werde sie schon zu finden wissen, denn ich habe nicht mehr viel zu verlieren. Lassen Sie es sich gesagt sein. Diesen Brief nun legte der Provinzial den Gerichten vor und verlangte, dass Maßregeln getroffen würden, den de Bueck an der Ausführung seiner Morddrohungen zu verhindern. Die Staatsbehörde aber ließ sofort den Brief durch Sachverständige prüfen, ob er wirklich von de Bueck herrühre. Und da diese die Handschrift für die seinige erklärten, so wurde natürlich die Verhaftung des Briefstellers sowie seine in Anklageversetzung verfügt. Doch de Bueck legte Protest ein gegen die wider ihn erhobene Anklage und leugnete aufs Bestimmteste, den Drohbrief je geschrieben zu haben. Derselbe sei vielmehr, erklärte er mit fester Stimme, eine seiner Handschrift künstlich nachahmendes Fabrikat der Jesuiten und von diesen zu dem Zwecke ersonnen, dass sie, wenn er abermals ins Gefängnis gesprochen und vielleicht auf Lebenszeit verurteilt sei, für immer und ewig vor ihm Ruhe hätten. Ja, wer hatte nun recht? Er oder die Söhne Loyolas? Ja, das ist doch mal eine ganz interessante Geschichte gerade, oder nicht? Also eine sehr interessante Geschichte, ja. Dass man damals schon letztendlich so eine Mittel eingesetzt hat, die wir ja eigentlich auch so heute kennen. Ne? So, gut, heute ist das sicherlich mehr so auch bei den Laien schon angekommen, so Betrügereien im Sinne von, ja, Erschleichen von Identitäten oder... Mhm. Dass man auch natürlich so gerne dem anderen was in die Schuhe schieben möchte und dann halt sich solcher Mittel bedient, wie zum Beispiel eine Unterschrift zu fälschen. Ich wollte gerade sagen, die Mittel sind anders oder die Wege, wie man es macht, aber das System ist immer dasselbe, ne? Ja, wir wissen auch immer, dass Geschichte sich ja irgendwo an gewissen Punkten immer wiederholt. Ne? Es gibt nichts Neues unter der Sonne, ganz genau. Ja, ja. Wir sehen im Grunde nichts Neues. Es kommt immer in anderen Verkleidungen und sie fälschen andere Dinge. Heute zum Beispiel fälschen sie irgendwelche E-Mail- oder E-Mail-Accounts oder machen falsche YouTube-Accounts oder was weiß ich nicht alles auf. Ja, aber die Fälschung, da sind die Jesuiten Meister drin. Hatten wir ja auch früher schon in diesem Buch gelesen. Erinnerst du dich ja noch, Viktor? Da hatten wir ja gesprochen von den Geldfälschern, ne? Da ging es um die Pistolen und solche Sachen und wie die dann im Laufe der Jahre sogar im Wert gesunken waren, eben weil man das ganze Gold rausgenommen hat und diese ganzen Fälscher waren natürlich hauptsächlich Jesuiten. Ne? Ja, nichts Neues unter der Sonne, ja. Das stimmt. Tja, am 13. Mai wurde der Prozess vor dem Brabantischen Schwurgerichtshof zu verhandeln begonnen und alle Welt strömte herbei, um demselben beizuwohnen. Seit langen, langen Jahren hatte kein Schwurgerichtsfall so viel Interesse erregt, denn seit langen, langen Jahren stand nichts so Wichtiges auf dem Spiel. Handelt es sich doch nicht sowohl um den armen Benedikt de Bueck, als vielmehr darum, ob es überhaupt möglich sei, hört zu, in Belgien, einem der ersten Bollwerke des Jesuitismus gegen die Gesellschaft Jesu aufzukommen. Mit anderen Worten, kannst du in der Hölle gegen den Teufel selber klagen? So verstehe ich das hier. Ich habe es schon immer gesagt, Belgien ist eine absolute Jesuitenhochburg und auf den letzten Seiten dieses Buches bestätigt Karl Theodor Griesinger genau das, was ich immer gesagt habe. Und das, was hier in den 1850er, 60er Jahren war, meine lieben Brüder und Schwestern, das ist heute mindestens so schlimm, wenn nicht noch viel schlimmer. Ja? Ich lebe hier wirklich umringt von den Jesuiten. Ich glaube, dass Gott mich deswegen nach Belgien gerufen hat, um aus der Teufelshöhle heraus das Wort Gottes predigen zu können und gegen die Jesuiten schießen zu können. Echt wahr. Einer der schönsten Sätze in dem ganzen Buch hier. Belgien, einem der ersten Bollwerke des Jesuitismus. Und hier wird es da gelingen, gegen die Gesellschaft Jesu aufzukommen? Ha! Handelt er sich doch darum, einen Blick zu tun in die lichtscheuen Geheimnisse jenes furchtbaren Ordens und aller Welt die Niederträchtigkeit seiner Handlungsweise kundzutun. Und merkwürdig, nie ist ein Prozess glänzender zu Ende geführt worden, trotzdem der Staatsanwalt mit aller Kraft seiner Stellung und Beredsamkeit auf ein Schuldig drang, trotzdem er 9 Belastungs- und nur 2 Entlastungszeugen vorgeladen hatte. Nie feierte die Gerechtigkeit einen triumphierenderen Sieg, trotzdem der Angeklagte, der seit seinem 16. Jahre
fast gar nicht mehr aus dem Gefängnis herauskam, sehr schlecht prädiziert war und der Präsident des Schwurgerichts, Herr de Mabert, ohne Zweifel gar nicht mit Unrecht beschuldigt wurde, ein eifriger Parteigänger der Jesuiten zu sein. Aber dafür hatten auch zwei jugendlich frische Kräfte die Verteidigung Benedikts übernommen. Und diese wussten den Schleier des Geheimnisses, das diesen hässlichen Handel deckte, mit so viel Unerschrockenheit zu lüften, dass die Söhne Loyolas, insbesondere der Vater Loire, bald in ihrer scheußlichen Nacktheit dastanden. Schließlich konnte weder ein Zuschauer noch ein Geschworener mehr darüber im Zweifel sein, dass Benedikt de Bueck ganz systematisch von Loire zum Dieb und Verbrecher gestempelt worden sei, um das Bubenstück einer großartigen Erbschleicherei vollführen zu können, und als daher nach viertägiger Verhandlung den Geschworenen die Frage vorgelegt wurde, ob Benedikt de Bueck schuldig sei, dem Boffard und seinen Genossen mit Mord gedroht zu haben, da lautete die Antwort einstimmig: Nein. So fielen die Söhne Loyolas mit ihrer Klage vollständig durch und Friedrich de Bueck erhielt sofort seine Freiheit wieder. Ja, noch mehr! Jeder Mann bemitleidete ihn von nun an als das Opfer jesuitischer Niederträchtigkeit, während die Urheber dieser Niederträchtigkeit als tief gebrandmarkte Heuchler und Erbschleicher, denen keine Handlung zu schuftig, sobald es dabei etwas zu fischen gab, dastand. Eine kurze Frage. Mhm. Weißt du, ob das zu der Zeit, beziehungsweise ist das heute immer noch so, dass es auch in Belgien ein so ein Gericht gibt mit Geschworenen? Ich kenne das halt nur aus Amerika. Ja, Assisenhof nennt sich das. Gibt's heute noch, ja. Ah, okay, alles klar. Gut. Ich habe diesen Prozess etwas weitläufiger zu behandeln für nötig befunden, weil derselbe ganz dazu angetan ist, uns einen tiefen Blick in die Denkungs- und Handlungsweise der jetzigen Jesuiten zu tun, also des 19. Jahrhunderts. Und weil man aus ihm ersieht, dass die Patres unseres Jahrhunderts sich in Beziehung auf die Liebe zum Gelde um kein Jota gegenüber denen des 16. und 17. Säkulums gebessert haben. Ebenso wenig taten sie dies in Beziehung auf Reinheit der Sitten, wie ich durch nachfolgendes Beispiel, und solcher gibt es noch viele Dutzende und wir haben auch schon viele besprochen, beweisen werde. In Turin hatten die Söhne Loyolas unter dem Titel der Ignorantelli ein großartiges Erziehungsinstitut gegründet und dasselbe stand in einem so hohen Rufe, dass über 300 Jünglinge, die sämtlich den höheren Ständen angehörten, daselbst erzogen wurden. Insbesondere rühmte man die Frömmigkeit, Liebenswürdigkeit und Bescheidenheit des Rektors Theoger, und derselbe galt überall als das Musterbild eines vortrefflichen Lehrers und Schulvorstandes. Diese Meinung erhielt sich auch nach der Umgestaltung, welche Italien seit dem Jahre 1859 erhielt. Und die vornehme Welt fuhr fort, ihre Söhne den Jesuiten zu übergeben, ohne dass von irgendeiner Seite ein Misstrauen entstanden wäre. Nun traf sich's, dass ein General der neuen italienischen Armee, welcher seit längerer Zeit von der Regierung nach Unteritalien geschickt worden war, um dort die bourbonischen Räuberbanden zu bekämpfen, einen Freund in Turin beauftragte, hie und da nach seinem Sohn zu sehen, den er seit Jahren schon in dem Jesuiteninstitut untergebracht hatte, und der Freund kam diesem Auftrag erstmals im Mai 1863 nach. Wie erstaunte aber letzterer nicht, als ihm in dem besagten Institute Dinge zu Gesicht traten, die er dort nicht vermutet hätte, und als er sich hauptsächlich auch davon überzeugen musste, dass die Vorsteher und Professoren der Anstalt den vaterländischen Bestrebungen der Regierung geradezu entgegenarbeiteten. Seinen Kulminationspunkt übrigens erreichte das Staunen des Freundes, als ihm der Sohn im Verlaufe des Gesprächs ohne irgendwelche Umschweife und Schminke ins Gesicht sagte: Wahren Räuber sind die königlichen Soldaten und mein Vater ist also nichts als ein Räubergeneral, gleich wie auch Victor Emanuel, der König von Sardinien zu der Zeit, von Piemont, Italien nicht rechtlich erworben, sondern nur wie ein Dieb gestohlen hat.
Ganz die gleichen majestätsverbrecherischen Ansichten gaben auch die übrigen Zöglinge des Instituts preis. Und es war also klar, dass ihre Lehrer und Vorsteher sie zu förmlichen Verschwörern gegen das Vaterland heranbildeten. Solches durfte der Freund nicht verschweigen, und er machte sofort dem Justizminister die nötige Anzeige. Dieser aber setzte alsbald, wie sich's gebührte, eine Untersuchungskommission ein und befahl derselben, das Institut ganz unversehens und unangemeldet zu visitieren. Es geschah! Aber, mein Gott, was zeigte sich nun? Nicht nur eine erbärmliche Lehrweise, welchen jeden gefundenen Aufschwung des Geistes als etwas Verwerfliches und Ketzerisches verdammte, sondern auch eine solch durchgehende und grenzenlose moralische Verdorbenheit, dass den Mitgliedern der Untersuchungskommission die Haare förmlich zu Berge standen. Natürlich wurde das Institut sogleich geschlossen und gegen die Lehrer und Vorsteher ein förmlicher Prozess eingeleitet. Allein diesem wusste sich der Hauptschuldige, der Pater Letheoguer, leider durch die Flucht nach Frankreich zu entziehen, und ebenso verschwanden noch einige andere der Lehrer sowohl als der Zöglinge, ohne dass man ihrer wieder habhaft werden konnte. Sie fürchteten sich vor der Strafe, die ihr erwartete, und diese Furcht war auch eine gar wohl begründete, denn solch scheußliche Dinge, wie sie hier im Verlaufe des Prozesses zutage traten, hätte man gar nicht für möglich halten sollen. Angriffe auf die Scham, also das, was man Knabenliebe nennt, wir erinnern uns an unsere verschiedenen Lesungen der Jesuiten, die Liebe zu Jünglingen und Knaben, Ende des ersten Bandes. Angriffe auf die Scham, also das, was man Knabenliebe nennt, waren etwas ganz Gewöhnliches. Und die widernatürlichsten Vergehungen wurden nicht nur offen getrieben, sondern auch doziert und als ersprießlich empfohlen, also empfehlungswert. Doch der Leser mute mir nicht zu, noch näher in die Details einzugehen. Und ich füge daher nur noch bei, dass das Institut natürlich für immer geschlossen wurde, sowie auch, dass zwei der Schuldigsten unter den Schuldigen wegen ihrer Flucht frei ausgingen, dass aber deswegen die Gerechtigkeit doch noch ihre Sühnopfer empfing. Überdem beeilte man sich auch, die übrigen Jesuiteninstitute in Italien etwas genauer zu überwachen und schloss sofort mehrere derselben, wie die zu Spoleto, Foligno und Assisi. Also, auch hierin, das ist in der Sittlichkeitsfrage, gleichen die jetzigen Jesuiten denen der früheren Jahrhunderte. Und ebenso auch in der Frage von Mord und Totschlag. Oder wie? Habe ich dies dem Leser nicht bereits bewiesen, durch die Geschichte der Sonderbundskriege, denen ich bei Gelegenheit der Erzählung der Ausbreitung des Ordens Jesu in der Schweiz Erwähnung tun musste? Geht dies nicht noch klarer aus dem belgischen Aufstande anno 1830 hervor, welcher die Trennung Belgiens von Holland zur Folge hatte und laut dem unwiderleglichen Zugriffe Erzeugnisse der Geschichte zum großen Teil wenigstens ein Werk der Jesuiten und ihrer Freunde war? Gibt hiervon nicht auch Zeugnis der polnische Aufstand der letzten Jahre, in dem sie dort überall unter der Hand und durch gute Verkleidungen verborgen, so lange schürten und hetzten, bis endlich das Blut in Strömen floss? Alle diese Dinge müssen dem Leser mehr oder minder bekannt sein. Und es genügt also einfach daran zu erinnern. Überall, wo es ihr Vorteil erheischte, predigten sie, wie früher, so auch jetzt noch, Mord und Totschlag, Revolution und Empörung und hießen sie ihre Empörung oder die von ihnen veranlasste Revolution ein Werk der Gerechtigkeit und der Religion, während sie die demokratischen Aufstände als das Resultat der Religionsverachtung und der Ruchlosigkeit in die unterste Hölle verdammten. Es versteht sich übrigens von selbst, dass nicht in sämtlichen Staaten und aller Orten gleich zum letzten Mittel zu offener Rebellion und zum Bürgerkrieg geschritten wurde, sondern man fand es vielmehr und findet es jetzt noch vielfach für nötig, da oder dort piano, also leise, aufzutreten und gleichsam nur mit Katzenschuhen einherzuschreiten.
Man muss sich doch vorher erst festsetzen, ehe man zu wirken beginnen kann. Allein, so wie man es mit der Zeit so weit gebracht hat, dass man wirklich festsitzt. Ei, wie verändern sich dann plötzlich die zarten Pfötlein und reißenden und zerren an den Beichtkindern und reißen und zerren an den Beichtkindern, dass diese gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Krieg, Krieg, Krieg ist dann die Losung. Freilich nicht ein solcher Krieg, wo man gleich mit dem Schwert reinschlägt, denn so etwas würden die Staatsbehörden nicht leiden. Oder ein Krieg, aber ein Krieg mit der Zunge. Aber ein Krieg mit dem Herzen. Ein ewiger Hader und Streit mit allen denen, welche den Jesuiten ein Dorn im Auge sind. Also absonderlich mit den leidigen Ketzern und Altkatholischen. Man sehe sich einmal um in den Staaten, in welche die Jesuiten auch neuerdings wieder Zugang gefunden haben. Besonders in Österreich und den deutschen Staaten. Bis zu ihrer Ankunft lebten die Leute in Frieden und Eintracht miteinander. Und aller kirchliche, alle religiöse Hader der frühen Jahrhunderte war verschwunden. Jetzt aber, mit dem ersten Auftreten der schwarzberockten Patres, ist Krieg und Zwietracht wieder eingekehrt und durch Beichtstuhl, Predigt und Unterricht wird das Duldungsprinzip als eine Erfindung des Satans, als in die unterste Hölle verdammt. Da lebt in gemischter Ehe, so schildert ein genauer Forscher das jetzige Treiben der Jesuiten in Oberschwaben, und wie da, so verhält es sich gerade auch, wenn nicht noch mehr, in Tirol, Vorarlberg, Bayern, in Baden, am Rhein, in Westfalen und an so vielen anderen Orten, da lebt in gemischter Ehe ein glückliches Paar. Sogleich tritt der Jesuit heran. Flüstert dem katholischen Teil ins Ohr, dass seiner Seele Heil in Gefahr sei. Das schlimme Wort sät Unfrieden und üppig geht die Saat auf. Zu kurzem herrscht ewiger Krieg im Haushalt und die einst so glückliche Ehe endet mit einer Trennung. Sollte nun ein solches Schauspiel dem Gefühl des Jesuiten nicht wehtun, da doch jeder Mensch ein Gefühl hat? Oh, Gefühl! Das Gefühl des Jesuiten muss sich in dem Dienst der Heiligen Kirche unterordnen. Da hat ein Geschäftsmann sein gutes Brot, aber er ist ein Freidenker und scheut sich auch nicht in diesem Sinne auf seine Umgebung einzuwirken. Sofort setzt der Jesuit seine Hebel in Bewegung. Warnt alle wahren Kinder der Alleinseligmachenden, mit dem Mann ferner etwas zu tun zu haben, etwas bei ihm zu bestellen oder Waren von ihm zu entnehmen. Auf diese Art gelingt es, den Mann immer mehr zu isolieren und am Ende verliert er seine ganze Stellung. Hat nun der Jesuit kein Mitleid mit der armen, nunmehr ans Hungertuch gebrachten Familie? Mitleid! Muss man sich nicht vielmehr freuen, wenn solch ein Freibeuter zugrunde geht? Da wohnen Protestanten in einem katholischen Ort, in gutem Frieden mit ihren katholischen Mitchristen. Dem Jesuiten ist dies ein Dorn im Auge, und wutentbrannt schildert er den Protestantismus als einen Morast von Gemeinheit und Schlechtigkeit von Luther bis auf den heutigen Tag. Ärgsten Verbrechen bürdet er ihm auf. Und Dinge werden erfunden, die gar nie vorkamen, gar nie vorkamen konnten. Aber fürchtet sich denn der Jesuit nicht Sünde vor solcher Lüge, vor solcher Fälschung? Lüge und Fälschung! In der Alleinseligmachenden allein herrscht Wahrheit und Lüge und Fälschung ist, was außer ihr steht. Wir sehen ja hier jetzt schon, dass damals Luther anscheinend offenbar diskreditiert wurde, ne? Ja, aber natürlich, wie willst du denn den Protestantismus kaputt machen in Deutschland zu der Zeit, ohne Luther zu verunglimpfen? Natürlich stellst du ihn schon von Anfang an als schlechte Person dar, ja? Das ist auch nichts Neues, was heute gemacht wird. Nur damals waren die Leute ja im großen Allgemeinen noch viel mehr kirchgängerisch, als sie das heute sind und waren noch viel... Ich sag mal jetzt religiöser. Heute werden die Leute ja mehr zu Atheisten erzogen als zu Christen. Na?
Aber die Arbeitsweise der Jesuiten hat sich in 500 Jahren nicht geändert, lieber Viktor. Und wird sich auch nicht verändern. Aber ich komme zum letzten Absatz. Und danach könnt ihr dann ja gerne eure Schlusskommentare bringen. Ich bin zu Ende mit meiner Geschichte, sagt Griesinger hier. Ich bin zu Ende mit meiner Geschichte der Jesuiten und ich hoffe, ich bete, der Leser wird sie nun genugsam erkannt haben, die frommen Väter von der Gesellschaft Jesu. Wer sie aber erkannt hat, der weiß auch, dass überall Unheil emporschießt, wohin nur je der Fuß eines Loyoliten getreten. Der weiß, dass sie immer noch nichts anderes sind und sein wollen, als die streitende Phalanx, deren Gelübde auf Ketzerhass und Treue gegen die unbedingte Papstgewalt lautet. Der weiß, dass sie in keinem Lande und nie und nimmer den Landfrieden halten und hätten sie ihn auch mit 1000 Eiden beschworen. Doch der Geist unseres Zeitalters ist nicht für den Rückschritt, sondern er ist für den Fortschritt. Und zwar für den Fortschritt mit der Schnelligkeit des Telegraphen und mit der Ausdehnung der Eisenbahnnetze. Haben also die Söhne Loyolas Hoffnung, sich der Menschheit wieder bemächtigen zu können? Sie haben sie nicht, sobald jeder auf seinem Posten steht und für seinen Teil keine Furcht zeigt, vor der schwarzen Rotte die Zähne zu weisen. Dann bedarf's keiner Verbannung des Ordens von Staats wegen, sondern das Volk selbst jagt ihn von Stelle zu Stelle, dass er endlich auch seinen letzten Zufluchtsanker eingebüßt hat und in sich selbst zusammensinkt als ein der Existenz nicht mehr fähiges Unding. Damit kommen wir zum Ende dieses zweibändigen, wunderbaren Werkes von Karl Theodor Griesinger, das man wirklich mal gelesen haben sollte. Ich gebe gleich meinen in Skype hier anwesenden Brüdern das letzte Wort. In welcher Reihenfolge, das beschließen sie selbst. Davor setze ich mein letztes Wort. Ich möchte enden mit einem Zitat aus der Bibel, der Schlachterbibel 2000, 2. Korinther, Kapitel 11, der Dienst von Paulus und die Verführung durch falsche Apostel. Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr ertragt mich ja schon. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündet, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Denn ich meine, dass ich jenen bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe. Und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern wir sind euch gegenüber auf jede Weise in allem offenbar geworden. Oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, so dass ich euch unentgeltlich das Evangelium Gottes verkündet habe? Unsere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Und als ich bei euch war und Mangel litt, bin ich niemand zur Last gefallen, denn meinen Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen. Und in allem habe ich mich gehütet, euch zur Last zu fallen, und ich werde mich auch ferner hüten. So gewiss die Wahrheit des Christus in mir ist, soll dieser Ruhm mir nicht verwehrt werden in den Gegenden von Achaia. Warum das? Weil ich euch nicht lieb habe? Gott weiß es. Was ich aber tue, das werde ich auch ferner tun, um denen die Gelegenheit abzuschneiden, welche eine Gelegenheit suchen, um in dem, dessen sie sich rühmen, so erfunden zu werden wie wir. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst ist verkleidet sich als ein Engel des Lichts.
Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Und ich kann auf kein besseres Bibelzitat kommen, um damit das Buch von Karl Theodor Griesinger für mich persönlich abzuschließen. Und jetzt überlasse ich das Wort meinen Brüdern. Bitteschön. Ja, wenn sich der Viktor nicht meldet, dann übernehme ich einfach jetzt mal das Mikrofon. Vielen lieben Dank, lieber Jörg, für deine unermüdliche Geduld mit deinen Hörern, mit deinen Lesern und mit deinen Mitstreitern und für die ganzen Lesungen und für deine unglaubliche Vorbereitungsarbeit, von denen die meisten, die diesen Kanal hier abonniert haben oder mal zufällig reinschauen, überhaupt keine Vorstellung haben, wie viele Dinge du halt tagsüber noch erledigen musst oder möchtest und machst. Das sollte an der Stelle beim Abschluss von so einer Buchlesung, glaube ich, auch mal gesagt werden. Da möchte ich aber noch zu den Jesuiten etwas sagen. Und im Endeffekt kann man jetzt die Jesuiten gerne ersetzen. Man kann das streichen, man kann ein Klämmerchen setzen, man kann einen Schrägstrich setzen. Ob jetzt die Jesuiten sind oder ein anderer Orden ist, ist völlig egal. Derjenige, der nach Macht strebt auf dieser Welt, erfüllt nicht das Kriterium des Christentums, wo es bezüglich der Huldigung an ein übernatürliches Wesen, dem sogenannten Gott geht, dem Schöpfer Gott und auch der Nächstenliebe von Jesus Christus erwähnt geht. Das schließt beides Egoismus und auch die Anhäufung von weltlichen Reichtümern und Schätzen aus. Und deswegen habe ich mir jetzt für mein Schlusswort zum Glück ein anderes Bibelzitat ausgesucht als der Jörg, weswegen ich jetzt einfach mal hier versuche, meinen Schirm zu teilen. Mal schauen, ob das diesmal funktioniert. Und zwar der Vers aus der Schlachter 2000, weil wir ja in der Mangelung eines besseren deutschen Textes die Schlachter 2000 benutzen. Und zwar aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. So, da habe ich ein, glaube ich, ganz so nettes Bild gefunden. Das habe ich dann direkt da. So, und unschwer zu erkennen, wer ist. Es geht eigentlich darum, dass ich die Hörer da draußen und diejenigen, die hier in den Kanal reingestolpert sind, mal warnen möchte. Denn das, was da auf uns zukommt, ist das, was der Herr Griesinger uns schon vor 150 Jahren und noch weit vorher schon mal geschildert hat, was da gewesen ist. Das heißt, die Agenda läuft weiter. Die Agenda der Jesuiten ist im Prinzip nicht großartig unterschiedlich zu der Agenda vom Militärorder von Malta zum Beispiel. Die haben halt, jeder hat sein jeweiliges Spezialgebiet sozusagen. Und für die Jesuiten geht es halt einfach darum, die Menschen zu indoktrinieren und quasi den geistigen Kampf auch zu führen. Und deswegen bedient man sich halt speziell der Schulen, Universitäts- und sonstigen Lehreinrichtungen. Daher habe ich einen schönen Text gefunden, einfach nur, indem ich das Wort Jesuiten bei Google eingegeben habe. Also das, was eigentlich jeder, der ein Smartphone hat oder einen Computer hat, auch machen könnte. Und habe beispielsweise folgende aktuelle Meinung, die über eine deutsche offiziellen Sender in Deutschland propagiert wird, den Sie und ich durch unsere GEZ-Abgaben finanziert haben, und zwar dem Deutschlandfunk. Soweit mir bekannt ist der Deutschlandfunk Mitglied der GEZ. Man kann mich gerne eines Besseren belehren. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich meine, das ist eine öffentliche rechtliche Einrichtung. So, und da gibt es einen ganz großen Artikel über die Jesuiten und ich mache mir jetzt einfach nicht die Arbeit und lese den ganz vor, sondern ich lese jetzt einfach mal, wie die Propaganda pro Jesuiten aussieht. Und dann kann man das gerne mal mit den ganzen Dingen und Tatsachen, die jetzt hier der Herr Griesinger zum Beispiel geschildert hat, zusammen mit den ganz anderen Inhalten, die auf allen Joggler-Kanälen zu finden sind, gerne mal vergleichen. Deswegen lese ich jetzt einfach mal vor, das, was ihr und sie jetzt da vor dem Bildschirm sehen. Also, die Antworten liegen in der für die Ordensgeschichte der Jesuiten wohl typischen Dialektik von impulsiver Modernität
und deren gleichzeitigem schleichenden Verschleiß. Also das ist wieder so ein typischer Satz, der alles und nichts aussagt. Die durch Ignatius und seine Mitgründer angestoßene Modernitätsdynamik ist in der Tat atemberaubend und kommt mit der allgemeinen Dynamik des zweiten Jahrhunderts, der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts genau zur Deckung. So, und jetzt wird es eigentlich interessant. Die Jesuiten bestachen durch ihre Effizienz, ihre hierarchisch durchgeformte Struktur, ihr organisatorisches Talent, ihre multimediale Kommunikationsfähigkeit. Jesuiten wirkten nicht wie viele der älteren Orden in Kontemplation und Zurückgezogenheiten, sondern mitten unter den Menschen am Puls der Zeit, in den Zentren der alten, aber auch in den noch Peripherien der kommenden neuen Welt. Dabei verfolgten sie keine politische und weltliche Machtagenda, wie einer der bekanntesten Jesuitenmythen lauten. Der Orden entstand auch nicht als Kampfbund gegen die Reformation. Überhaupt rückten die Protestanten erst nach und nach ins Blickfeld der Jesuiten. Die Gesellschaft Jesu war nämlich, entgegen einer verbreiteten, aber unzutreffenden Vorstellung, nicht von vornherein als Gegenpol zur Reformation gegründet worden. Das Ziel des Ignatius lag vielmehr in beständigen Streben danach, Gott in allen Dingen zu finden und den Menschen zum Seelenheil zu verhelfen, mit Ordnung und Methode, also mit den besten und effizientesten Mitteln ad majorem Dei gloriam, immer zur größeren Ehre Gottes in unablässiger Arbeit. Ich entschuldige mich jetzt dafür, dass ich das zitieren musste, damit eigentlich mal diese ganze Kasuistik und Sophistik, diese ganze Bauernschleue mal rauskommt. Das ist die Sprache dessen, der sich, wie Jesus schon sagte in Matthäus 7,15, als Wolf im Schafspelz verkleidet, der schöne Worte gebraucht, der Allegorien gebraucht, der mit tollen Bildern arbeitet, der eine multimediale Kommunikationsfähigkeit hat und an Puls der Zeit ist und überhaupt eigentlich nur zur größeren Ehre Gottes in unablässiger Arbeit beschäftigt ist. Und wer jetzt den Sarkasmus in meiner Stimme während des Vortrages verstanden hat und gemerkt hat, der hat auch vielleicht gemerkt, wie schwierig das für mich ist, so einen Mist, der hier verzapft wird, vorzulesen. Der Mist, der verzapft wird, um diesen Unfug in den Köpfen der Leute zu manifestieren. Da nämlich, wo sich alle Gedanken sammeln, und grundsätzlich ist der Gedanke notwendig, um überhaupt ein Handeln, eine Tat zu ermöglichen, ohne den Gedanken zu haben, ich komme zu spät, ich sollte mal losfahren, wird keiner ein Auto betreten. So, und deswegen ist immer der Gedanke der Auslöser allen Tuns. Und wenn ich die Menschen manipulieren kann, indem ich ihre Gedanken in eine gewisse Richtung lenke, dann kann ich auch ihr Handeln beeinflussen, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Art und Weise mit denen persönlich zu tun habe, sondern sie sind einfach denkbefreit. Sie sind manipuliert, sie sind indoktriniert. Und diese Indoktrination führt dazu, dass die Menschen eigentlich niemals der Wahrheit folgen, sondern immer denjenigen, der die Sätze am schönsten formulieren kann und derjenige, der den Zeitgeist bestimmt. Und das möchte ich anhand dieses Artikels von des Autors Markus Friedrich, den man sich gewiss nicht merken muss, die Jesuiten, einfach hier mal breittreten, damit ihr alle mal seht, was auf Deutschlandfunk Kultur, alles schön öffentlich-rechtlich, so erzählt wird, was im kompletten Gegensatz zu der Griesinger Lesung 1 und 2 und zu allen anderen Inhalten, die ihr jetzt hier auf den Joggler-Kanälen findet, letzten Endes dann ausgesprochen werden und hier auch schriftlich festgesetzt werden. So, wer ist jetzt da der Wolf im Schafspelz? Darüber braucht man nicht zu diskutieren. Wo wir darüber zu diskutieren können und auch die Kommentarfunktion dieses Videos sicherlich auch offen steht, ist die Formen, die der Jesuitismus heutzutage angenommen hat, 150, Pi mal Daumen, 150 Jahre nach Theodor Griesinger, und wie man die Jungs, die schlauen Jungs, die man auch die Société Jesu nennt, SJ, die schlauen Jungs im allfälligen Deutsch damals genannt hat und auch heute noch, wie man die letzten Endes erkennen kann. Das sind nämlich die Journalisten, das sind die Kanalinhalte auf YouTube, die sich mit allem beschäftigen, aber nicht mit der Geschichte der Jesuiten. Und damit sind alle, die irgendeiner Weise mit Prophetie zu tun haben, mit Weltgeschichte zu tun haben, mit Politik, mit Militär, mit sonstigem Rummel zu tun haben und eben nicht die Verstrickung der Kirche und mit dem Staat
aufzeigen. Alles Desinformation. Ich nenne keine Namen, ich sage halt einfach nur, alles das ist Zeitverschwendung. Die Leute, die da studiert haben teilweise, die die tollsten Theorien haben, die Börsenmakler sind, die Geschichtsprofessoren sind, die erzählen, dass das Öl beispielsweise knapp wird, die erzählen, dass letzten Endes da die reichsten Männer der Welt hinterstecken, die erzählen, es würden da jetzt besondere Fraktionen hinterstehen, die von irgendeinem Volksstamm geleitet werden. Die Leute, die erzählen, es wären immer dieselben, die das alles leiten und man würde an die Leute nicht drankommen, das wären immer dann eine gewisse Familie in England, das wäre immer und so weiter. Das geht alles nicht weit genug, weil es nicht im Kontext der Bibel steht. Denn die Bibel zeigt uns schon in der Offenbarung des Johannes durch Jesus Christus diktiert, auf, wie die wahren Machtverhältnisse auf der Erde sind. Und da brauche ich auch keine Autoren, die mir da Bücher schreiben. Da brauche ich einfach nur ein Buch zu lesen und dann fällt es mir eigentlich wie Schuppen aus den Haaren, wie der Komiker Otto mal sagte. Dann fällt es mir einfach so dermaßen mitten ins Gesicht, dass ich einfach denke, warum habe ich Jahre meines Lebens mit irgendwelchen Unfug zugebracht? Und die Antwort gebe ich gerne, zumindest für meine Person. Weil ich damals noch nicht reif für die Wahrheit war, weil die Wahrheit nicht gut schmeckt. Auf den ersten Blick ist die erste Reaktion auf Wahrheit immer Hass. Aber die zweite Reaktion ist, dass die Wahrheit uns frei macht. Dass wir nämlich eben nicht mehr in diesem System des Hamsterrades funktionieren, dass wir eben nicht mehr den weltlichen Reichtümern hinterherjagen, dass wir eben nicht die neuesten Verlockungen haben müssen, dass wir eben nicht das goldene Kalb anbeten, sondern derjenige, der hier auf die Welt gekommen ist und nichts besaß, nichts außer einem Gewand, was er trug. Und selbst das haben sie noch geteilt, als er am Kreuze hing. Und ihm selber, ihm sind wir zu großem Dank verpflichtet, weil er grundsätzlich immer die Wahrheit gesagt hat, weil er selber die Wahrheit ist. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, steht im Johannes Kapitel 14 drin. Und im Johannes Kapitel 14, Vers 6 bezeugt Jesus selbst über sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Schönen guten Abend. Ja, ich fange dann schon mal an, auch mit meinen letzten Worten. An erster Stelle möchte ich mich auch auf jeden Fall bei Jörg, bei dir bedanken für die wunderbare Art und Weise, auch wie du das vorgetragen hast. Das ist auf jeden Fall, weiß ich, auch mit viel Mühen und Fleiß verbunden, das ja auch, ich sag mal, den Menschen zugänglich jetzt zu machen, dieses Buch oder die Werke von dem Griesinger in den zwei Bänden, dass natürlich auch dann diejenigen, die Probleme mit Frakturschrift haben, da dann auch jetzt doch ganz gute Möglichkeit haben, die Informationen dann auch aus den Lesungen rauszuziehen. Ja, an sich kann ich jetzt gar nicht mehr allzu viel noch sagen, außer vielleicht für diejenigen, die auf eine gewisse Art und Weise jetzt zum ersten Mal auch vielleicht jetzt mit dem Kanal von dem Jörg, mit dem Jogler66-Kanal oder mit dem Zweitkanal Jogler's Wars und Disinfo in Berührung gekommen sind. Man könnte jetzt sicherlich, wie es sich in der Regel für oder am Ende eines Werkes sicher nochmal so oftmals, wie es oftmals so ist, werden nochmal vielleicht Verlinkungen gemacht. Das mache ich jetzt mal an der Stelle zu anderen Werken. Und zwar fällt mir jetzt so spontan ein, für die Zeit jetzt, sage ich mal, nach der bis zu der Zeit, wo der Griesinger jetzt das Werk verfasst hat, könnte man anschließend lesen ganz gut zum Beispiel die Werke von dem Arthur Bödling. Da bietet sich zum Beispiel an das Heft Die Jesuiten und das Deutsche Reich. Das fällt mir ein. Und allgemein natürlich auch die Werke von dem Arthur Bödling interessant. Dann habe ich ja das Buch hinter den Behind the Dictators ins Deutsche übersetzt, hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, mit dem Jörg zusammen. Das gibt dann auch nochmal so ein bisschen Einblick in die Zeit, ja, Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts, speziell jetzt auch im deutschen Raum. Und jetzt möchte ich dann an der Stelle auch nochmal erwähnen, die großartige Arbeit, die der Bruder Marx gerade verrichtet und
voraussichtlich, wenn dieses Video erschienen ist, dann auch das Werk Romanismus und die Reformation fertig ist. Ich denke auch ein absolutes Standardwerk, was man auch mal gelesen haben sollte, vielleicht auch nicht unbedingt für jemanden, der jetzt schon im Glauben steht, sondern allgemein, denke ich, zeigt das auch nochmal geschichtlich ganz gut auf, ja, allgemein von der Zeit der ganzen Königreiche, die auf der Welt bestanden haben, denke ich, ist das auch auf jeden Fall immer eine doch sehr gut weiterführende Thematik oder ein sehr weiterführendes Werk auch im Hinblick auf die Bibel. Ja, da ist es auch nochmal, genau. Denke ich, sollte man an der Stelle auch nochmal erwähnen. Und ja, ich habe jetzt gar nicht mehr noch allzu viel zuzufügen. Auf jeden Fall als geschichtsinteressierter Mensch hat mich das doch auch sehr berührt, da diese ganzen Informationen auch alles, gewisse Dinge, Puzzleteile, die sich da auch im Laufe der Lesung auch so zusammengefügt haben, für mich jetzt, dann gibt vieles doch auch ein runderes und klareres Bild über die Wahrheit, über das, was in der Geschichte sich wirklich zugetragen hat. Und zeigt doch auch wieder ganz gut, dass es doch auch, dass Gott es doch auch will, dass wir irgendwo diese Informationen oder dass diese Informationen bewahrt werden und auch noch hunderte oder 150 Jahre später noch uns zugänglich gemacht werden. Es liegt dann doch auch irgendwo, das zeigt mir es auch immer, an den Menschen selbst zum gewissen Stück. Beziehungsweise Gott hat ja auch Gefäße gemacht für die Ewigkeit und manche für die Verdammnis. Und bin ich auch auf jeden Fall sehr, sehr froh und glücklich darüber. Und man kann es ja doch noch auch als Geschenk fast betrachten, dass wir auch noch die Möglichkeit haben, ja, an diese Informationen, an die geschichtlichen Fakten auch noch ranzukommen, da man uns ja schon letztendlich, oder mir zumindest, ich spreche jetzt mal für mich, schon ja von klein auf in der Schule auch diese Informationen leider vorenthalten hat, die aber, denke ich, zumindest so weit wichtig sind, dass man damit auf jeden Fall mal in Berührung gekommen sein sollte. Was jeder dann daraus macht, das liegt dann im Grunde genommen ja in der Hand des Schöpfers. Ich möchte jetzt diese Lesung beenden auf eine Art und Weise, wie es sonst normalerweise der Jörg macht. Dann mache ich das jetzt mal sozusagen, übernehme ich mal diesen Part jetzt auch mit. Also, liebe Zuhörer und Zuschauer, denkt daran, immer euch in allererster Linie euch mit der Bibel zu beschäftigen und danach eigentlich im Grunde erst mit allen anderen weltlichen Dingen. Ich denke, ganz gute Referenzpunkte oder beziehungsweise ja, einer auf der einen Seite eine Art Sekundarliteratur für die Bibel und auch sonst für die Geschichte, ganz interessante Werke habe ich ja gerade noch genannt, mit denen man sich nochmal beschäftigen, denke ich, auch sollte, wenn man es noch nicht getan hat. Und ja, an allererster Stelle immer, lest eure Bibel. Und damit sage ich jetzt heute mal tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und Maranatha. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. God is keeping track of every lie. There is no escape. Proverbs 19:5. I will tell the truth, for God will punish every lie. Proverbs 19:5. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. Proverbs 19:5.